Verborgen heisst eine Ausstellung, die geht bis im November rein und die kann man eben anschauen an verschiedenen Orten, also in Seewolen, in Bux, in Grabs, man zeigt durch Bilder dazu. Und du bist ja ein bisschen Initiant, oder Thomas? Um was geht es da? Verborgen heisst Ausstellung, um was geht es? Also zuerst mal, ich bin einer von den Initianten. Wir sind ein Team von 5 Leuten, die miteinander die Ausstellung vorbereitet hat und auch entwickelt hat. Also es war ein Weg für uns als Team, von der Idee, von der Präsentation her, wie wollen wir das machen, vom Titel her. Wir haben uns intensiv mit dem Thema Verborgen auseinandergesetzt. Und dann das natürlich auch den Kunstschaffenden übergebracht, damit sie sich wiederum mit dem Thema auseinandersetzen. Da haben wir zum Beispiel ein Werk von Dagmar Frick Islitzer. Sie hat so ein Collage gemacht, hat da geklebt, verschiedenste Schichten aufgeklebt und dann hat sie auch verschleifen. Und dann kommen so die Muster führen, die Texte. Sie hat es fotografiert und dann weitergeschliffen. Und das war für immer verschwunden gewesen. Hat wieder etwas Neues gegeben. Und das erinnert mich jetzt persönlich, meine Interpretation oder wie es mich anspricht, erinnert mich das an den Schleifprozess vom Leben. Ich denke, jeder Mensch geht so durch Schleifprozess und das verändert ihn zutiefst. Und ich habe mir dann so überlegt, das wäre eigentlich auch eine Chance für Beziehungen, auch langjährige Beziehungen, dass man so wie einander daran teillässt, was für einen Schleifprozess man erlebt und das auch zeigt, was so Neues für einen kommt. Ich denke, das gibt etwas Spannendes auch für Beziehungen. Das ist so der Impuls, den ich jetzt von dem Werk überkomme. Also, das fasziniert mich. Ich finde die Idee ganz toll. Du hast ja selber eine langjährige Beziehung, gell? Mit deiner Frau. Das kann aber ich. Mit der Kirche, wie steht es denn dort? Also auch mit der Kirche habe ich eine langjährige Beziehung. Wie Beziehungen sind, es gibt Auf und Ab und es gibt auch zu überlegen, wie eine Beziehung ist. Und ich war ja da lang gefahren, hier in Grabs, 1992 bis 2008. Und wir haben sehr vieles gemacht in der Kirchgemeinde, viel Tolles können machen. Und ich habe gemerkt, wir müssen wie als Kirche einen Schritt weitergehen, einen Schritt vielleicht aus den Mauern der Kirche raus zu den Leuten hin. Und das ist so mein Wunsch geworden. Und darum habe ich dann ab 2008 ein Projekt gemacht, auch im Auftrag und auch mit der Kantonalkirche zusammen. In verschiedenen Bereichen. Und ein Bereich war auch Kunst. Und seither bin ich auch ein bisschen so mit Projekten unterwegs. Und finde es spannend, was passiert, wenn man sich aufmacht und auf Leute zugeht. Also aus der Einstiegen vielleicht Teilverborgenheit in die Freiheit entlassen? Nein, ich bin auch wiederum. Ich arbeite auch in der Kirche selber mit. Ich habe zwei Bänse quasi. Eins, wo ich freier arbeite in dem Sinn, aber auch in Verbindung mit Kirchgemeinden. Und ein Teil, wo ich auch wieder als Pfarrer tätig bin, hier in der Kirchgemeinde Grabs-Gams. Ich finde das auch toll, eine gute Ergänzung. Für mich auch wieder schön, so ganz schlichte Sachen wie Besuche, ältere Leute besuchen, das wieder können zu machen. Und ich merke, wie das auch ein Reichtum hat. Ich schaue vielleicht heute ein bisschen anders an die ganz einfachen Sachen an als früher. Das alles also steckt dahinter, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Die Fragen haben mich jetzt darum motiviert, wo ich vor dem Bild gestanden bin. Also, so Fragen sollten dann vielleicht auch entstehen, wenn man einmal eben da ein bisschen die Runde macht. Das ist ja nicht ein Bad Ragaz, sondern ein Seewollen Buchs Grabs Ragaz, oder eigentlich? Genau. Also, wir haben ja vor 3 Jahren eine Ausstellung, eine grössere, wo wir dann weiterum Kunst präsentiert haben. Und wir haben gemerkt, wir müssen ein bisschen fokussieren, auch vielleicht vereinheitlich im Sinn, dass die Leute 24/7 die Ausstellung anschauen können. Und darum haben wir ein einheitliches Format gewählt. Jedes Werk ist ausgestellt in so einem Stahlrohrrahmen. Sehr grob eigentlich, der Rahmen. Aber mich dunkelt, es bringt die Kunst selber bringt es umso mehr zur Geltung. Der schlichte, vielleicht auch grobe Rahmen und die Kunst, die da innen ist, eigentlich bei jedem Werk gleich, ist für mich etwas, ja, was mir gefällt. Gehen wir noch weiter? Woher sollen wir gehen? Wir gehen mal auf diese Seite. Okay, ich laufe dann noch.
Gut. Das ist das Werk «Durchbruch» von der Vreni Gschwend. Ich habe Vreni in ihrem Atelier besucht und bin sehr ins Gespräch gekommen, Kaffee getrunken mit ihr, und sie fährt an zu erzählen aus ihrem Leben. Und hat mich sehr beeindruckt, der Weg, den die Frau gemacht hat. So der innere Weg und auch äußere Weg natürlich. Und dann hat sie mir nachher das Werk gezeigt und da muss ich sagen, das ist Hammer. Bringt so viel zum Ausdruck, wo mir ein tiefes Anliegen ist, nämlich das Gold im Menschen. Das Gold im Menschen, wie ein Weg findet ins Freie, das Schöne im Menschen, dass das, oder die Begabungen auch, dass die zum Ausdruck kommen und der Mensch eigentlich in dem innen leben kann, wo, ich sage es jetzt mal so, wo in der Liebe Gott dazu geschaffen hat. Und ich denke, es ist zwar ein Zufall, dass das gerade da bei der Kirchenstadt nicht aktiv so geplant war, aber ich denke, das hat ja sehr viel auch eigentlich mit dem Auftrag von der Kirche zu tun, dass Menschen eigentlich zu dem kommen, wo sie der Liebe Gott dazu geschaffen hat und auch so Erfüllung und auch Lebensglück finden. Ja, wenn der liebe Gott uns auch zu Weisen würde machen, du kennst schon Lessing, Nathan der Weise, wäre nur der Mensch erst wahr, er wäre auch gut. He? Schon lange her, also meinst du, das schaffen wir mal noch? Ich möchte ein bisschen kleinere Brötchen backen in dem Sinn und einfach, ich habe die Erwartung, dass das Gute, das Gute, das wir in die Welt hineingeben oder in unsere Umgebung hineingeben, dass das eben auch Saat ist, wo aufgehen kann und wo auch Schönes vorbringt. Und ich glaube, dem sollen wir nachgehen, dass wir die kleinen Sachen sehen, dass wir gut sehen und dann auch uns freuen an dem Guten, wo aufgeht. In der Kirche und auch außerhalb der Kirche. Ich denke, unsere Gesellschaft ist weit und breit und ja, wir sind alle unter dem Himmel, wo der Herrgott geschaffen hat und von ihm geliebt. Man merkt, es ist hier ein Anliegen, natürlich. Also, ja, in dem Fall ist das eigentlich eine Wanderung mit einem Wanderprediger. Wo gehen wir jetzt her, mit dir? Ja, also dann würden wir auf die andere Seite gehen. Die beiden Werke, also das Gemälde und das Gedicht, sind von der Julia Keller. Ich kenne Julia schon lange, sie hat so einen eigenen Stil entwickelt, der irgendwo unverkennbar ist. Und auch bei ihr ist sehr viel in dem, was sie malt, was sie dichtet, ist sehr viel drin von ihrem Leben, von ihrem Werdegang, von dem, was sie errungen und auch ja, was sie erkämpft hat. Das Werk heisst «Tief in den Ozean». Also, was mich so angumpert, ist so das Chaotische vom Ozean. Da ist auch Urkraft drin und aus dieser Urkraft heraus wächst für mich ganz Schönes. Der Schmetterling, ein Motiv, das sie viel braucht, zeigt auch den Wandlungsprozess von der Raupe zum Schmetterling. Und das ist etwas Faszinierendes. Im Verborgenen passiert etwas, wo etwas unglaublich Schönes rauskommt. Und ich freue mich, dass sie so unterwegs ist und dass das sich auch in ihren Werken und auch in dem, was sie dicht spiegelt. Es ist sicher eine, die ja, eben das auch irgendwie lebt, was sie hier da schreibt. Das, was sie hier vom Verborgenen schreibt, wie es halt schön wäre, wenn die Worte mal ein bisschen hervorgehen könnten. Das fasziniert die irgendwie auch, die Ehrlichkeit, die hinter der Wahrheitssuche steckt. Oder? Genau. Und also, ein Satz hat mich sehr angesprochen, doch die Wahrheit ist immer da. Nicht sie versteckt sich, sondern wir verstecken uns. Und irgendwo wird sie uns ansprechen worden und wird den Veränderungsprozess in uns Menschen auslösen. Und Wahrheit gibt Gänsehaut, schreibt sie, glaube ich, auch noch, gell? Gibt, jawohl. Also je nachdem, also manchmal, doch, nein, immer eigentlich. Es sind ja zwei Seiten von der Wahrheit, also dass sie auch schwierige Sachen aufzeigt. Und das gibt auch mitunter, dass einem kalt über den Rücken abläuft, wenn man auch sich selber mal in einem anderen Licht sieht. Aber auch das Schöne, dass man sich zutiefst freuen kann und auch dass das Schöne von der Welt auch dann geniessen kann. Ja. Ist da vorgesehen, dass man eine Führung buchen kann, dass jemand mitkommen kann und so, oder?
Wir haben verschiedenste Führungen geplant. Eigentlich für jede Teilausstellung haben wir so einen Tag, wo wir eine Führung anbieten. Jetzt gerade hier in Grabs ist nächsten Samstag eine Führung, wo wir da auch mit den Kunstschaffenden zusammen oder mit einigen von den Kunstschaffenden durch die Ausstellung gehen. Sie werden auch selber zu ihren Werken etwas sagen. So aus Erfahrung, wir haben das eigentlich immer gemacht bei den Ausstellungen, die wir gemacht haben. Also das ist etwas unglaublich Schönes und auch Faszinierendes, wenn auch mit den Kunstschaffenden selber so im Gespräch dann sind und das entdecken, wo auch im Kunstschaffenden innen liegt. Das finde ich etwas ganz Schönes. Alle sind eingeladen, also kunstinteressierte Leute, die einfach mal die Nase reinstecken wollen. Anschliessend, nächsten Samstag an die Führung, da gibt es einen Workshop mit dem Sepp Köppel. Er stellt auch Werk hier in Grabs aus. Er macht digitale Fotografie und es ist ganz erstaunlich, was er hier anbringt. Wenn er ganz nah an Gegenstände angeht, oder zum Beispiel an ein Blatt angeht oder an einen Wasserlachen, der gefroren ist, es ist auch sehr, sehr faszinierend. Und welche Farben das herausbringt, die man überhaupt nicht sehen wird, wenn man es einfach so schaut. Genau. Das war also Julia Keller, und das muss man durch das selber durchlesen sehen. Aber bei schönem Wetter natürlich auch noch irgendetwas, wo man Sonnencreme mitnehmen kann und da ein bisschen verweilen und lesen und eben das auch ein bisschen geniessen und sich mit dem auseinandersetzen. Gehen wir vielleicht mal zum Sepp Köppel weiter. Der ist ja da unten, gell? Der ist ganz unten, ja. Dann müssen wir hier ein Stückchen auf den Weg unter die Füße nehmen. Das ist Wasser. Gefrorenes Hinterwasser ist der Titel des Werks. Am Rand sind hier die Farben, die Sepp rausgefiltert hat. Er ist ganz nah dran und hat so ein unglaubliches Spektrum an Farben bekommen. Aber auch die Form, der Einschluss da. Es ist einfach faszinierend, was rauskommt. Wenn man genauer hinschaut, kann man Verborgenes entdecken. Das ist auch seine Botschaft. Sieht zwar einfach aus, aber der Sepp ist ein riesiger Tüftler. Also er laboriert dann so etwas lang umeinander und überlässt nichts dem Zufall. Das ist ja sehr, sehr genau. Und er macht einen Workshop, hast du gesagt? Genau, es ist nächsten Samstag, am 10 Uhr ist die Führung und am 11 Uhr, plus minus 11 Uhr, gibt es den Workshop mit dem Sepp, wo er dann auch zeigt, wie er arbeitet, wie er mit der Kamera umgeht und wie er dann seine Bilder digital bearbeitet, dass Kunstwerke daraus werden. Begegnen mit dem Sepp natürlich immer auch ein Gewinn, gell? Bodenständig, authentisch und bringt etwas auf den Punkt, oder? Das ist so. Und es ist dann alles andere als eingefroren, wenn man den Sepp so wirklich kennenlernt. Genau, er ist ein Praktiker, er kommt aus dem Bausektor, also hat angepackt, hat Leute führen und das merkt man in seinem ganzen Wesen, ist gärtet und steht. Und, da geht er jetzt in eine Richtung, wo auch noch in ihm steckt, nämlich das Feine und das Schöne, das er rausbringt. Und auch die ganze Exaktheit kommt natürlich auf den Bau her, denke ich. Ja. Das habe ich natürlich lange gesucht, bis er so etwas findet. So das Pflänzchen, das eingefroren ist in einer Wasserlache. Ich denke, er ist auch unterwegs, bis er eben die wirkliche Süße hat. Und, das ist auch seine Spezialität. Er geht raus früh am Morgen, wenn es kalt ist, geht er raus und findet dann so wunderbare Süße. Aber eben, trotz aller Kunst, das kirchliche Leid dir gleich immer noch nach. Schau ja auf zu den Bergen, von welchen dir Hilfe kommt. Wenn wir so den Kirchturm sehen und den Mergelkopf, was liegt dir jetzt näher? Das ist noch eine Frage, die ich ein bisschen nachdenken muss. Wenn man den Mergelkopf oder der Kirche näher liegt. Mir geht es nicht ums Kirchliche in dem Sinn. Ich denke, in der Kirche passiert sehr viel Gutes. Und, übrigens, meine Kollegen nehmen das Thema von dieser Ausstellung auf. Es gibt drei Gottesdienste zum Thema von dieser Ausstellung. Sie nehmen da Werk zu Hilfe quasi, oder gehen auf Werk ein da von dieser Ausstellung. Oder auch KünstlerInnen reden da. Ich finde das lässig, wenn so auch genreübergreifend wird, das Leben. Also nicht einfach kirchlich, sondern dass wirklich auch etwas von zum Beispiel Kunst in die Kirche hineinkommt. Das macht das Leben reich. Also ich habe gesagt, mir geht es nicht unbedingt ums Kirchliche, sondern um den Inhalt, den eigentlich die Kirche transportiert. Und da ist es unglaublich gutes Evangelium. Das heisst, Evangelium heisst ja gute Botschaft. Und eigentlich
Ich wünschte mir, dass wir noch viel mehr zeigen könnten, auch als Kirche, wie gut die gute Botschaft ist und wie gut sie tut. Leider gibt es auch ganz viele schwierige Erfahrungen mit Kirche. Das schlägt kein Geissen weg. Und trotzdem ist da auch viel Gutes da. Und ich glaube, es ist ein unglaubliches Potenzial, wenn wir auf die Grundlagen zurückgehen, also auf den Jesus. Mal nein, vielleicht ohne den religiösen Ballast versuchen hinzuschauen, wie hat er gelebt, was hat er wirklich gesagt. Und wir entdecken da Unglaubliches und Unverschämtes. Also, wenn man das dann auf heute überträgt, müssen wir sagen, auch revolutionär, was wie der gedacht hat und was er gesagt hat. Und wie er den Menschen kennt hat, bis zu tiefst hinein und wie er auch geliebt hat. Und zwar so grenzenlos oder so bedingungslos, wie es eigentlich kein anderes Vorbild gibt. Der Gianreto Zanetti hat fotografiert. Mich denke, das Bild mystisch faszinierend. Man schaut in einen Raum hinein, wo sich weitet und wo man seine Gedanken kann schweifen lassen. Das andere Bild, gerade das nächste, hat auch so eine Mystik. Es ist ein Bild, wo Corona aufgreift. Also ich will nicht zu viel sagen, aber es dünkt mich spannend, wenn man sich etwas vertieft und auch den Text dazu liest. Eigentlich jedes Werk hat auch so ein paar Gedanken zum Werk, die sich etwas auseinandersetzen wollen mit einem Werk, können sich so noch viel besser reindenken. Nur eins, es sind 5 Farben und die gleichen Farben berühren sich nie. Ein Element aus der Corona-Zeit, dass sich eben die Leute nicht haben dürfen berühren. Und wenn man so das Gesamte sieht, wenn man weggeht vom Bild, dann sieht man auch irgendwie, denkt man sich, was ist das für ein Durcheinander? Und irgendwo müsste das auch ein Element von Corona gewesen. Unübersichtlich. Viel, was ein bisschen drunter und drüber geht. «Between the Black» von der Ursula Anna Engler. Mich fasziniert, wie sie aus alten Veloschläuchen den Wandbehang gelismet hat. Vorne, hinten, das Schwarze, vielleicht auch drückende und zwischendrin auch wieder gelismet, so Draht, wo glänzt, wo glitzert. Und eben, wenn man so von vorne gerade hineinschaut, sieht man das Glitzern. Mich finde es einfach faszinierend, wie sie hier geschaffen hat. Und das Werk, sie lässt es sehr offen, sie stellt viele Fragen auch, wenn man dann ihren Begleittext liest. Und ich denke, es lohnt sich gerade besonders auch, sich auf das Werk einzulassen. Die Begleittexte, wo sind die verfügbar, auch im Netz? Die sind im Netz verfügbar, sie sind auch hier gerade direkt verfügbar. Gerade auf der Rückseite jeweils ist zum Werk ein Gedanke oder auch das Biografische. Manchmal ist auch ganz gut, etwas von der Biografie des Kunstschaffenden oder von der Kunstschaffenden zu wissen. Das erhält oftmals Ausstück vom Werk. Aber der Netzadresse, die wir jetzt eingeblendet haben, kann man das alles auch nachlesen? Kann man auch nachlesen, genau. Da kann man ganz gezielt hergehen? Richtig, genau. Es ist auch eigentlich gedacht, man kann überall einsteigen in die Ausstellung. Wir haben ja bewusst verschiedene Ausstellungsorte gewählt, weil die Werke die müssen Raum haben. Die wollen ja zum Nachdenken einladen. Und nicht einfach zum mal ein bisschen Kunst anschauen und dann abhaspeln und dann haben wir es erledigt. Sie wollen herausfordern, sich Zeit zu nehmen, sich einzulassen. Sich einlassen ist eigentlich so das Kernthema auch von dieser Ausstellung für mich ganz persönlich. Die Kunstschaffenden haben sich auf ein Thema einlassen und wir sind herausgefordert, uns auf das Thema einzulassen, aber auch das Leben einzulassen. Das ist das Werk von Astrid Schabak, Titel «In Balance». Sie hat eine Skulptur gemacht, die dann fotografiert. Und wenn man so das von Weitem schaut, es geht gerade ein bisschen auf mit dem Schatten da. Das Bild ist wohl da, an dem Ort dunkel zu sein. Und als ich so das erste Mal angeschaut habe, dachte ich, was soll das? Und dann bin ich näher gekommen, habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und habe gemerkt, jawohl, das ist ein ganz wichtiges Thema für das Leben, die Balance. Und sie schreibt in ihrem Text auch, dass man auch mal das andere muss erlebt haben, dass man nicht in Balance war, ist, um das auch wieder in Balance zu kommen und das auch können zu schätzen. Was ist für dich das Schönste? Die Ausstellung selber oder der Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern, wenn es darum geht, so etwas zu organisieren? Ganz klar der Kontakt mit den Kunstschaffenden.
oder auch der Kontakt mit Kunstinteressierten. Das ist eigentlich auch unser Herz vom ganzen Artnet-Team. Das ist unser Ziel. Wir wollen die Menschen ins Gespräch bringen miteinander, mit auch wir selber in Kontakt kommen mit Menschen und auch Menschen sammeln. So im Sinne von einer Community, die miteinander etwas bewegt. Ein paar von den Kunstschaffenden, die auch sie haben geholfen zum Aufstellen, haben auch gesagt, das war ganz lässig. Teil dieser Ausstellung können sie mit können zu helfen, dass das entsteht und dass wir jetzt so etwas Schönes haben am Schluss.